Und der verkauft Mandeldisteltrank. Hey, cool. Aber nichts, was Gesundheit wiederherstellt, oder? Also Moral. Nee. Was können wir denn verkaufen? Der Dein. Ach, das wollte ich ja ausrüsten, ne? Da bist du. Der Dein. Ausrüsten. So, okay, dann verkaufen wir mal. Seidiger Dreck. Ich will gar nicht wissen, wieso der seidig ist. Oh gut, den können wir auch verkaufen hier. Ah, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Und brauchen wir auch nicht. Warte mal, was habe ich jetzt alles? Ja, ist alles richtig. Okay. Oder? Ja. Gut, nichts verkauft, was ich nicht verkaufen wollte. Dann gehen wir mal. Ich weiß nur, dass hier Wie kann ich euch zu Diensten sein? Einrichtung tun. Ah ne, das ist ein Haus. Warte mal, was ist das? Hier, der, da. Bank. Bank öffnen. Null 35. Ihr habt eure Schatzkammer betreten. Hier könnt ihr Gegenstände sicher lagern und von jedem Vermögensverwahrer NSC aus darauf zugreifen. Aufgabengegenstände können nicht in eurer Schatzkammer aufbewahrt werden. Okay, warte, warte, warte. Haupttruhe. Wie packe ich das rein? Einfach rüberziehen? Wenn ich jetzt den hier haben will? Jetzt hat er ihn angelegt. Ach, das will ich doch gar nicht. Ach, einfach hinziehen, okay. Gut, reif aus Menschenfertigung haben wir jetzt. Ich muss mal kurz leeren, also. Die brauche ich eigentlich auch nicht. Was haben wir denn noch? Machen wir dahin. Ach komm. Ich brauche die ganzen Helfsdinger hier eigentlich nicht. Das brauche ich auch nicht. Was ist das? Bezwingertaten beschleunigt. Ist sicher ganz praktisch, wenn man die macht. Die lassen wir mal. Aufgeschwindigkeit. Ach. Mann. Oh. Das können wir gleich einfach verwenden. Das packe ich mal hier hin. So. Können wir eigentlich wegwerfen, aber behalten wir auch mal. Hey. Kann ich das nicht eigentlich irgendwie reinpacken? Nee. Schrift der Regeneration. Na, ich habe ja was zu essen. Wobei, die stellt mehr her. Ach, egal. Ich packe das jetzt einfach alles da rein. So, das auch gleich nochmal verwenden nachher. So. Was ist das? Eine weitere wichtige. Ach so. Haben wir, glaube ich, schon angenommen. Ach, keine Ahnung. Einrichtungskategorie packen wir auch da rein. So. Das auch da. Das wollen wir gleich verwenden. Und was ist das? Wow. Schweinekoteletts. Wann haben wir noch? Pferdepfeife. Die brauche ich doch nicht. Eigentlich könnte ich die zerstören. Egal. Rubinsplitter packe ich auch mal hier hin. Das dauert so lange, das reinzupacken irgendwie. Tauschsachen. Startet Aufgabe. Da muss ich gleich nochmal. Da gucke ich gleich nochmal, was das für ein Dings ist. Was ist das? Das brauche ich doch auch nicht. Und das brauche ich doch. Oder? Na, das brauche ich nicht. So. Farben kommen auch mal rein. Was ist das hier? Halt. Auch Farbe, okay. Schnelle Reise freigeschaltet. Das brauche ich doch nicht. Die ist doch sowieso freigeschaltet für mich. So, Steine, okay. 25 Erfahrung wollen wir auch nicht zusätzlich. 25%. Auktionshaus. So, was haben wir noch? Ein Jahresgeschenkkästchen. Enthält lustige Feuerwerkskörper. Könnte ich eigentlich auch mal hier so. Ach, das wollen wir nicht. Zeichenerwerb. Vielleicht für Scharmützel-Special. Merke ich mir wahrscheinlich aber nicht. Die Münze wollen wir auch noch benutzen. Die Heiltränke packe ich jetzt mal dahin. So. Was ist das? Bis Stufe 20. Auch da rein. So. Okay. Bronzemünze brauchen wir auch nicht. Ich muss das Inventar hier mal ausleeren. Verschlossene Beutekiste kann man damit öffnen. Kommt auch in die Bank.
Das Geschenk behalten wir mal und die Attilus-Essenz ist sicher nützlich. Das Ding hier, ach, so. Und ein Zierwerk-Umhang, okay. Und da muss ich mal gucken, das schließen wir mal. Was haben wir denn hier? Erstmal das. Kriegen wir Ruf. Kriegen wir Ruf. La la la, achtmal klicken, juhu. Da kriegen wir auch Ruf. Das hier, Start in der Aufgabe, oh. Also sogar für unser Level eigentlich. Okay, Tamnambarf ist das nächstgelegene dieser heruntergekommenen Anwesen und hat Vorrang für uns. Die Mächte, die es bedrohen, sind zwar nicht allzu groß, doch dürfen sie in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden. Denn Tamnambarf wird von der Natur selbst zurückerobert. Tamnambarf, ich kann den Namen schon nicht mehr hören, war einst eine großartige Halle. Man sieht es an den Teilen, die heute noch stehen. Das wird allerdings nicht mehr lange der Fall sein, aber nicht wegen Plünderern oder Bilwissen. Es liegt an dem Efeu. Der bohrt sich tief in die Risse im Mauerwerk und drückt die Ziegel auseinander, bis keiner mehr auf dem anderen liegt. Es wird außerdem von einer Quelle bedroht, die an sich nicht gefährlich ist. Eine Hirschherde hat sich in seinen Mauern niedergelassen. Sie allein stellen kein Problem dar, doch die Hirsche werden Raubtiere wie Wölfe, hungrige Räuber, Waage und Bilwisse aus den nördlichen Hügeln anlocken. Okay, wo das wohl ist? Ach, in Evendim, ach Gott. Ja, mit Elrond muss ich da sprechen. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken, es tut mir leid. So, warte mal. Das hatten wir jetzt. Halt, hier war doch noch was. Was war das denn? Was? Ach Gott. Brauche ich davon irgendwas? Nee. Egal, ich lese das jetzt mal nicht vor, sondern trinke mal erstmal einen Schluck hier. Ich bin nämlich schon ziemlich, die Stimme ist schon wieder hier, ne, und so. Ist doch schon wieder später geworden als vorhin. Genau, die Zeit ist vergangen, während ich aufgenommen habe. Das ist eine sehr schlaue Aussage, oh Mann. So, okay, was wollte ich denn machen? Ich wollte weiterspielen. So, warte. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen verpeilt. So, hier haben wir doch noch was. Ein Jahresgeschenkkästchen. Feuerwerkskörper. Hey, warte mal. Ach komm, weißt du? Ach, was mache ich denn hier? Hier komme ich ja gar nicht raus. Hier komme ich auch nicht durch. So. Die Elben freuen sich doch bestimmt, wenn man hier im letzten heimeligen Haus einfach mal... Ich geh mal weg. genial. Ja, es ist auf jeden Fall schön. Und jetzt? Bleibt das Ding da einfach stehen oder was? Na sowas. Und das verschwindet gar nicht. Kann ich einfach aufstellen und dann... Da freuen sich doch die Elben, wenn man in ihrem Haus einfach mal ein Feuerwerk zündet. Bestimmt. So, okay. Nix. Okay, weiter geht's. Nicht zur Ostveranda, wir müssen noch weiter nach oben. Händlerin für Wächter. Händlerin? Warte mal. Händler für Jäger? Was hast du denn? Benötigt ihr etwas? Ja, ich bin aber noch nicht so hoch. Ist alles für Level 50. Wir sind doch erst Level 36. So. Und gleich sieben. Ah, wir sind schon Level 36. Wir hatten ja schon Level ab vorhin. Wann war denn das? Habe ich gar nicht bemerkt. Okay, wir müssen hinunter zu Elrond. Der ist doch hier, oder? Was ist das denn? Überragende Studierstube? Ach so. Ah, das ist für irgendeinen Beruf. Elrond. Was ist das denn hier? Ach, ein Hobbit. Der ist so in blau gekleidet. Na, okay. Buch 4, Vorwort. Ärger in Bruchtal. Finstere Tage werden kommen. Der Weg, der euch zu mir führte, war gefährlich, Thagador. Und leider sind diese Gefahren in den dunklen Tagen schon normal. Wenn ihr euch bereit erklären solltet, uns zu helfen, wird dies nicht die letzte eurer Herausforderungen gewesen sein. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Willkommen in Imladris, Thagador. Wir sind froh, dass ihr gekommen seid.
Ruht euch aus, aber nicht zu tief und nicht zu lange. Wir brauchen Leute, die das Abenteuer nicht scheuen, denn hinter dem Tal ist etwas Böses. Vor zwei Monaten wurde ein Hobbit namens Frodo Beutlin mit seinen Gefährten von Dienern des Feindes bis zur Bruinenfurt verfolgt. Ich spreche von den Neuen, grausamen Kreaturen im Dienste von Sauron. Und obwohl der Bruinen sich auf meinen Befehl auf sie stürzte, fanden wir nur acht ihrer Rösser. Über den Verbleib des letzten Reiters ist nichts bekannt. Meine Söhne sind mit Kundschaftern ausgezogen, die ihnen in Freundschaft verbunden sind. Um den fehlenden Reiter zu finden, ich bitte euch, mit Eladan in seinem Lager Thorenhard in den Bruinenschluchten zu sprechen und ihnen bei der Suche zu helfen. Wir müssen herausfinden, wohin dieser Nazgul geritten ist und was noch wichtiger ist, was er vorhat. Annehmen. So, einen Mann namens Estel. Werdet ihr uns ein weiteres Mal eure Hilfe gewähren? Seit seinem Versagen damals beim Grabmal seines großen Vorfahren hat Aragorn viele Wege bereist. Was Gwyndef wohl nun aus ihm machen würde? Ihr seht verwirrt aus, mein junger Freund. Verzweifelt nicht, ich werde euch meine Worte erklären und dem, den ich einst Estel nannte, meinen Rat geben. Finstere Tage werden kommen. Aragorn kam zu uns, als er erst 2 Jahre alt war. Sein Vater Arathorn war durch Orkpfeile ums Leben gekommen. Gilraen fürchtete um die Sicherheit ihres Kindes und brachte es hier nach Imladris, wo sie versuchte, ihn vor den Augen des Feindes zu verstecken. Ich riet ihr, seinen wahren Namen und seine Abstammung geheim zu halten, und so nannte sie ihn stattdessen Estel oder Hoffnung. Als er 20 Jahre alt wurde, bemerkte ich, dass er allmählich zu einem Mann wurde, und ich erzählte ihm, von wem er abstammte und welchen Namen sein Vater ihm gegeben hatte. Aragorn, ein starker Name. An jenem Tag war er voller Hoffnung, doch schon bald würde ihn eine Liebe niederdrücken, die viel stärker war als er. Als er nämlich am nächsten Tag kurz vor Sonnenuntergang in den Wäldern spazieren ging, traf er auf Arwen, meine Tochter, und entbrannte in Liebe zu ihr. Ich weiß nicht, warum er nach Anuminas ging, aber ich habe immer geglaubt, er wollte mit dieser Reise beweisen, dass er der Liebe einer solchen Maid wert war. Er reiste zu dieser uralten, längst verlassenen Stadt zusammen mit meinen Söhnen und Calenglad, einem Waldläufer, der hin und wieder nach Imladris kam. Calenglad kehrte von Aragorns Reise in die Stadt seiner Väter nicht zurück, und als ich Aragorn das nächste Mal sah, konnte ich sehen, dass diese Erfahrung ihn bei ihm Spuren hinterlassen hat. Kehrt zu Aragorn zurück und sagt ihm, dass ich zustimme, dass die Zeit gekommen ist, Nazgûl neu zu schmieden und dass ich dem Schwert einen neuen Namen gebe, Anduril, Flamme des Westens. Wir werden sein Licht brauchen, ehe alles vorüber ist. Okay. Ja, das war schon mal eine Ansprache hier. So, erstmal die Karte hier erkunden. Was ist denn hier? Vorgampfan ist hier noch. Und Delurus. Und hier ist der Handwerksmeister. Hallöchen, mit dem kann ich gar nicht reden. Der will gar nicht mit mir sprechen. Sowas aber auch. Dann gehen wir mal wieder raus. Okay. Und nehmen wir mal die Abkürzung. Oh, ah, das hat wehgetan. Egal. So. Ging aber schneller, glaube ich. Wir müssen jetzt zurück zu Aragorn. Eigentlich müsste jetzt mein Pferd normal schnell laufen, weil das hat sich ja nicht verletzt. Wir haben uns ja nur verletzt. Aber ich war zu langsam. Das ist schon wieder weg. Egal. So, also die Verletzung. Ja. Ich bin heute irgendwie ein bisschen fertig, kann das sein? Ich weiß nicht, gestern konnte ich 4 Stunden Minecraft aufnehmen und heute bin ich irgendwie total fertig. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. So, laufen wir mal zu Aragorn und schauen mal, was uns dort erwartet. Wahrscheinlich Aragorn, aber naja, egal. Bin ich hier richtig? Ja, ich muss hier hoch, genau. Die Wege hier sind sehr seltsam. Na egal. Ich hab's ja nicht gebaut, ne? Ist zwar meine Heimat, aber... Da kann ich ja nichts für, wenn die so einen Scheiß hier zusammenbauen. Oder die Berge so blöd sind. So, was gibt's noch zu erzählen? Irgendwie fallen mir gerade keine Themen ein, über die ich reden könnte.
Von daher. Aber ich muss sowieso hier so viel vorlesen. Das ist echt schlimm. So, jetzt hier wieder lesen ohne Ende. Warte. Seid gegrüßt,